Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 103, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19/6471 aus 19 zu 63/84 aus 19 zu 54/62 aus 19. Berichterstatterin ist Kollegin Feldmayer. Ich bitte um Berichterstattung. Beschluss, Empfehlung und zweiter Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Wassergesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften, Drucksache 19/6384 zu Drucksache 19/5462. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD und der FDP bei Enthaltung der Linken den Gesetzentwurf in zweiter Lesung beschlossenen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Das war's. Danke für die Berichterstattung. Erste Rednerin ist Kollegin Löber, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Die vorliegende Novelle des Wassergesetzes ist kein Weg in die Zukunft. Der Gesetzentwurf hat 2 Jahre gedauert. Von uns erwarten Sie nun umgehend Änderungsanträge, die allen Punkten, auch der Anhörung, gerecht werden. Keine langen Übergangsfristen im Wassergesetz wäre daher unser erster konkreter Änderungsvorschlag. Ackerflächen sollen nicht bis zum Jahr 2022 an den Gewässerrand heran umgepflügt werden. Unser Änderungsvorschlag 2 wäre, dass der komplette Gewässerrand nicht umgepflügt werden darf. Die Lagerung und der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln muss auf dem gesamten Gewässerrandstreifen untersagt werden. Unser dritter Änderungsvorschlag. Bei besonders gefährdeten Gewässern sind die im Entwurf stehenden Randstreifen zu gering und können wichtige ökologische Funktionen nicht erfüllen. Unser Änderungsvorschlag 4 wäre bei schlechtem Gewässerzustand ein breiterer Gewässerrandstreifen. Gezielte Fördermaßnahmen für Auen, z.B. Verbundprojekte im Gewässer, am Ufer und direkt an der Aue, ist unser Änderungsvorschlag 5. Die Änderungen dürfen jedoch nicht, ganz besonders wichtig, zu Nachteilen für die Landwirtinnen und Landwirte führen. Entschädigungen sind gesetzlich zu regeln. Insbesondere zusätzlicher Gewässerschutz im Bereich der Landwirtschaft wäre zu fördern und unterstützen, z.B. bei der Wasserentnahme, breiteren Gewässerrandstreifen oder sogar einer Nichtbewirtschaftung, unser Änderungsvorschlag 6. Bei besonders schlechtem Gewässerzustand oder besonders schützenswerten Randstreifen sollten Gewässerrandstreifen oder sogar vollständige Ufergrundstücke von der öffentlichen Hand angekauft werden können, mit entsprechender finanzieller Unterstützung durch das Land. Änderungsvorschlag Nummer 7. Wir brauchen endlich eine konsequente Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 420 der insgesamt 441 hessischen Gewässer sind in einem mäßigen bis schlechten Zustand. 95% der hessischen Gewässer müssen somit innerhalb von 9 Jahren bis zum Jahr 2027 in einen guten Zustand gebracht werden. Durch Einführung einer Wasserabgabe würden die Einnahmen erzielt, die für die Umsetzung unserer Änderungsvorschläge 1 bis 7 benötigt werden. Eine Wasserabgabe mit 67,5 Millionen Euro Einnahmen jährlich für die industrielle und gewerbliche Wassernutzung und Wasserversorgung, die zumindest teilweise für die Verbesserung und den Schutz der Gewässer hätte verwendet werden können. Dies ist unser Änderungsvorschlag 8. Wir müssen endlich der Einnahmeverantwortung des Landes nachkommen, wenn wir Gewässerschutz und Verbesserung der Gewässerqualität ernst nehmen. Im Gesetzentwurf hätte zudem die Verpflichtung zur Umsetzung der europäischen Wasserpolitik, insbesondere der Wasserrahmenrichtlinie, stehen müssen.
allgemein gehaltene Formulierungen zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzustands hätten durch das konkrete Datum bis zum Jahr 2027 ersetzt werden müssen. Ein Bekenntnis zur europäischen Wasserpolitik hätte uns allen gut zu Gesicht gestanden. Unser Änderungsvorschlag Nummer 9. Wir brauchen Geld, mehr politischen Willen, aber auch mehr Personal. Um alle Maßnahmen für den Gewässerschutz umzusetzen, werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Daher müssen die oberen und unteren Wasserbehörden personell verstärkt werden. Dies kann jedoch ohne zusätzlichen Stellenaufbau durch Umorganisation und Aufgabenkritik, aber auch Stellenverschiebungen vom Ministerium auf die genannten Ebenen vorgenommen werden. Unser Vorschlag Nummer 10. Nehmen Sie unsere Vorschläge auf und lassen Sie diese entsprechend einarbeiten. Von uns Änderungsanträge zu erwarten, die Sie dann doch nur ablehnen würden, das ist doch ein durchsichtiges politisches Manöver. Schon jetzt herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere Änderungsvorschläge aufnehmen. Zukunft muss man nicht nur wollen, sondern auch können. Zukunft jetzt machen. Danke. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Knell, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Werte Frau Löber, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum wir nun in einer dritten Lesung sind, wenn es überhaupt gar keine einzige Änderung gibt. Also, ich meine, ich kann das aus Sicht einer anderen Oppositionspartei durchaus verstehen, aber einen Änderungsantrag hätte man ja vielleicht doch ausformulieren können, damit wir heute vor einer anderen Situation stehen als vorgestern. Aber gut. Ich möchte auch uns allen keine kostbare Lebenszeit stehlen und all das wiederholen, was wir schon vorgestern vorgetragen haben. Deswegen nur einmal ganz kurz noch die wichtigsten Punkte, die dazu führen, dass wir dem Wasserschutzgesetz nicht zustimmen können und auch mit Ihren Änderungswünschen nicht hätten zustimmen können. Wir sind der Meinung, dass das gesamte Gesetz nämlich grundsätzlich einen falschen Ansatz verfolgt. Es arbeitet mit Verboten und Gängelungen und widerspricht eben zum Teil anderen Gesetzen und Fördermöglichkeiten. Dazu kommt die schleichende Enteignung durch die Vielzahl der Maßnahmen, die Sie dort mit einführen. Technische Lösungen werden nicht berücksichtigt im Bereich der Gewässerrandstreifen, die z. B. in der Düngeverordnung verankert sind. Und auch nachdem wir die Anhörungen hatten, wurden leider ja keine wirklichen Verbesserungsmöglichkeiten gebracht, außer dass die Forst- und landwirtschaftlichen Interessen berücksichtigt werden. Stattdessen wurden dann auch noch die Vorgaben verschärft. Die Kleingärtner wurden unter die grüne Verbotsfuchtel genommen. Deswegen bleibt es dabei. Das Gesetz enthält viele Regelungen, die anderen wichtigen Zielen, wie etwa der Reduzierung des Flächenverbrauchs, entgegenlaufen. Wir Freie Demokraten lehnen dieses Gesetz deswegen ab. Es ist voller Enteignung und Verbotsmentalität. Ich möchte deswegen auch noch einmal meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass die CDU ein solches Gesetz mitträgt und wieder ein Stückchen ländlichen Raum der Koalition opfert. Hochglanzbroschüren und Werbekampagnen können auch darüber nicht hinwegtäuschen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Landau für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie uns einmal gemeinsam festhalten. Wir sind in der zweiten Lesung. Die Kollegin Löber, die SPD-Landtagsfraktion, mosert diffus an unserem Gesetzentwurf herum, beantragt die dritte Lesung. Die findet dann auch statt im Ausschuss. Es gibt keine Wortmeldung, es gibt keine inhaltliche Debatte, es gibt keinen Änderungsantrag, sondern man stimmt dann auch noch verkehrt ab und geht dann hier heute
in das Parlament zurück und trägt einen 8-Punkte-Plan vor, wo man dann sagt, am Ende des parlamentarischen Verfahrens, ja, das müssten wir jetzt eigentlich noch einarbeiten, dann wäre die Welt gut. Also, Frau Löber, ich weiß nicht, ob Sie die Vorgänge, wie man hier im Hessischen Landtag arbeitet, wirklich verstanden haben. Jedenfalls, diese Dinge hätten alle zu einer anderen Zeit von Ihnen und von der SPD-Fraktion vorgetragen werden können. Wir hätten uns inhaltlich mit Ihnen auseinandergesetzt. Wir hätten vielleicht auch das eine oder andere aufgenommen. Aber so, wie Sie agiert haben, kann ich am Ende nur festhalten, inhaltlich habe ich vorgetragen, wir stehen zu unserem Gesetzentwurf, wir halten ihn für ausgewogen, die Interessen ausgleichend. Und wir sehen natürlich nach Ihrem Vortrag heute, der dann auch zu spät kommt mit seinen Änderungsvorstellungen, anders kann man sie ja nicht bezeichnen, wir stehen zu ihm und stellen ihn heute hier zur Abstimmung. Und wir denken, dass wir Ihnen etwas Gutes zur Abstimmung auch vorgelegt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Dorn, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich den Ausführungen meines Kollegen Landau und der Kollegin Knell nur anschließen. Ich verstehe wirklich nicht, warum wir gerade eine dritte Lesung machen. Es gibt die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen. Dann macht es Sinn, dass man über die Änderungsanträge noch einmal entsprechend diskutiert im Ausschuss und sie hier noch einmal behandelt. Uns liegt immer noch nichts Konkretes vor, Frau Kollegin Löber. Vielleicht, Sie sprechen ja schon mit Ihrem parlamentarischen Geschäftsführer. Vielleicht erklärt er Ihnen noch einmal die parlamentarischen Abläufe. Sie werfen uns vor, dass wir 2 Jahre lang gebraucht haben, einen Gesetzentwurf zu machen. Ja, die haben wir gebraucht. Wir haben intensive Gespräche geführt mit allen beteiligten Verbänden, um einen guten Gesetzesvorschlag zu machen. Warum haben Sie Sie die 2 Jahre nicht genutzt, wenn Sie doch wissen, dass da etwas im Gange ist, um eigene Vorschläge zu entwickeln, die entsprechend hier einzubringen? So ist parlamentarisches Verfahren. Dafür sind Sie Abgeordnete. Und insofern ist leider diese dritte Lesung völlig verschenkt. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Frau Staatsministerin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass wir heute in der dritten Lesung ein wegweisendes Wassergesetz für Hessen verabschieden. Das lassen wir uns, also ich meine die Mäkeleien der SPD, das kennen wir jetzt zu Genüge. Und ohne Änderungsantrag hier eine dritte Lesung zu verlangen, ist schon einigermaßen ungewöhnlich. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr darüber, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen für mehr Gewässerschutz, für mehr biologische Vielfalt, um die Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2027 auch wirklich umgesetzt zu haben. Und der Unterschied ist, dass die SPD redet, die Koalition handelt, wir übernehmen Verantwortung. Und ich glaube, das tut dem Gewässerschutz und der biologischen Vielfalt gut. Und darüber kann ich mich am heutigen Abend nur freuen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zum Wassergesetz sind die wesentlichen Dinge hier gesagt worden. Ich möchte an der Stelle deshalb deutlich machen, Frau Ministerin, dass ich es unmöglich finde, wenn Sie die fundierte Kritik einer Parlamentarierin, die wirklich sauber ausgearbeitet ist und sehr sachlich vorgetragen war, hier als Mäkelei abtun. Dann finde ich, und ich finde auch, es gibt keinen Grund, darüber hier zu lachen, als ob wir im Kasper-Theater wären, weil wir sind nicht im Kasper-Theater, außer Sie setzen es fort, eins daraus zu machen. Und dem Eindruck kann man sich nach Ihren Auftritten in dieser Woche nicht wirklich erwehren. Dem Eindruck kann man sich nicht erwehren.
Wenn Sie parlamentarische Arbeit ernst nehmen wollen, dann gehen Sie nicht so mit den Abgeordneten in diesem Haus um. Dieses Gesetz ist alles andere als wegweisend, und Kritik daran ist keine Mäkelei, sondern mehr als angebracht. Musste man. Herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Debatte beendet, und ich würde gerne zur Abstimmung kommen. Ich lasse abstimmen über den Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 103 in dritter Lesung. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD, der LINKEN. Enthaltungen? Nein, Entschuldigung, stimmt. SPD und FDP. Gegen Enthaltungen, das ist die Fraktion DIE LINKE und Abgeordnete Öztürk. Damit ist dieses Gesetz zum Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.